Hallo liebe Leute, vorhin geht es um erste Eindrücke des AfD-Parteitags, was auffällig war, wie man die Wahlen beurteilen kann, wie man die Reden beurteilen kann. Und vor allen Dingen geht es um einen wichtigen Aspekt, nämlich die großen Medien. In den meisten Bewerbungsreden haben die großen Medien keine große Rolle gespielt, aber es gibt Ausnahmen. Also Tino Chrupalla hat glücklicherweise die Medien erwähnt, und vor allen Dingen ist mir Kai Gottschalk aufgefallen. Allerdings hat Merkel ein Positivsaldo produziert, nämlich was Messerstechereien und Gruppenvergewaltigungen angeht. Also dieser Preis geht an die CDU-CSU, falls sie mal euch im Wahlkampf mit irgendwas entsprechend konfrontieren. Aber das sollte sich die Presse vielleicht auch mal anhören. Sie sprechen hier vor dem Parteitag und im Zusammenhang unserer Partei von Verrohung. Haben wir noch die Bilder von Köln 2017 in Erinnerung? Da sind Delegierte geschlagen worden, alte Menschen, junge Menschen blutig geschlagen worden. Können wir uns noch erinnern, Stuttgart, unser Grundsatzprogramm, da brannten Reifen. Das war nicht so wirklich klimaneutral, würde ich mal sagen an der Stelle. Meine Damen und Herren, die Verrohung in diesem Land und nicht erst seit G20 geht von den Linken aus. Und das nennen die da hinten dann Aktivismus, meine Damen und Herren. Auf diesen Aktivismus können wir alle zusammen verzichten. Und das schwöre ich euch hier, solange ich stehe, ich trete dafür ein, dass der Rotfunk und die angeschlossenen Funkhäuser der Vergangenheit angehören. Und dafür müssen wir unseren sächsischen Freunden, unseren Freunden in Thüringen und Brandenburg endlich den Rücken stärken, dass auch der mediale Stein aus dieser Mauer des Schweigens und der Desinformation herausfällt, liebe Freunde. Dafür treten wir und will ich auch antreten. Und liebe Freunde, was hat man nicht über uns und unsere Kandidaten hier so ausgekübelt? Wenn ich von Korruption spreche und an Korruption denke, dann denke ich an die CDU, gerade in Nordrhein-Westfalen. Ein Innenminister soll ja Schleusern und Aufenthaltstitel einfach so mal für Spenden an die CDU weggeben. Vielleicht wissen wir deshalb auch, warum die so die Massenmigration so toll finden. Da verdienen die wahrscheinlich noch Geld rein. Nein, meine Damen und Herren, das Wort CDU steht für Korruption. Kohl und seine Koffer, Finanzminister, der Vorbestrafter namens Schäuble, meine Damen und Herren, Liechtensteiner Konten. Und dann haben wir noch Strauß und seine Staffhalter und Frau von der Leyen. Komisch, da wurde nach der Europawahl ermittelt. Onis vaki mal die Bronze, würde der Franzose sagen. Meine Damen und Herren, ich glaube, diese Negativauslese, ich will euch jetzt den Appetit verderben, von Baerbock, Habeck, Faeser, Lauterbach, Scholz, Lamprecht, Lang, Kühnert, Esken, Klingbeil, die gilt es ins Bürgergeld zu schicken und dafür trete ich an in diesem Bundesvorstand und werde Tino und Alice den Rücken stärken, so weit ich es sehe, liebe Freunde. Ich bitte um euer Vertrauen für diese Arbeit. Vielen Dank. Kai Gottschall hat tatsächlich wirklich gegen die Medien aufgeteilt. Mir stellt sich die Frage, warum hat nur er das gemacht? Warum haben es die anderen nicht gemacht? Weil es ist ja relativ offensichtlich, die großen Medien sind wirklich bösartig. Das müsste mittlerweile jeder mitbekommen haben. Und die einfache Antwort ist, warum beispielsweise Alice Weidel es auch wieder nicht erwähnt hat, sie alles in den Vordergrund gestellt hat, aber nicht die großen Medien, oder wenn dann nur indirekt, und es ist natürlich die Reichweite, die die persönlichen Karrieren befördern. Und hier muss man leider schon das böse K-Wort in den Mund nehmen. Es ist die erste Form der Korruption. Weil man heimlich sozusagen ein Geben und Nehmen. Ich verzichte auf Kritik und dafür kriege ich Reichweite. Und man sieht doch schon erste Anzeichen. Also beispielsweise Alice Weidel. Sie wird bei den großen Medien erwähnt. Erstmal bei Markus Lanz wurde sie gezeigt und gefragt, wurde Sarah Wagenknecht gefragt, ja, was halten Sie von Alice Weidel? Da wurde so ein schönes Foto von Alice Weidel gezeigt und dann geht Sarah Wagenknecht dran vorbei. Das ist auch schon eine Form der Reichweite. Aber auch hier sieht man das Weltinterview. Sie wurde von Welt interviewt. Und aus meiner Sicht kann man hier schon von einer sichtbaren Belohnung sprechen. Es ist ja genau das gleiche bei Wagenknecht. Also Wagenknecht spricht bestimmte Dinge auch nicht an, macht die AfD schlecht. Und das ist ihre Eintrittskarte in die Talkshows. Das bringt die Reichweite. Und es ist natürlich eine Form der Korruption, wenn man natürlich, obwohl die Medien die AfD auf das Gröbste benachteiligen, die Medien überhaupt das größte Problem sind, man hat darauf verzichtet, das zu erwähnen. War jetzt auch kein Weidel-Bashing. Ich habe nichts, ich kenne alles Weidel nicht. Ich habe sie mal kurz gesehen. Aber ich habe jetzt nichts, ich verspüre jetzt keine Lust daran, alles Weidel schlecht zu machen. Aber es ist einfach, man muss es einfach festhalten. Und ich finde es wichtig,
dass die Abgeordneten belohnt werden, die die Medien kritisieren, weil sie nämlich den Nachteil haben, dass sie diesen Vorteil nicht in Anspruch nehmen. Dass sie sozusagen den großen Medien nicht in den Hintern kriechen und sie kriegen dann auch keine Reichweite dafür. Und es war auffällig, dass also Kai Gottschalk als einer der wenigen wirklich die großen Medien angegriffen hat. Und das ist ihm hoch anzurechnen. Und wenn das alle in der AfD nämlich machen würden, dann wäre es für die AfD viel besser, weil natürlich die großen Medien, es bringt ihnen nichts, die AfD auszuschweigen, weil natürlich dann die Leute selbst ins Internet gehen und nachgucken. Und sehr wahrscheinlich, es ist mir aufgefallen, viele in der AfD denken wahrscheinlich immer noch irgendwie, haben sie dieses Bild im Kopf, wir haben, es sind wir, es sind die Altparteien und die Medien sind irgendwie so am Rand. Also die großen Medien sind auch blöd, aber eigentlich der Hauptgegner sind die Altparteien. Ich habe das mal hier in einem Bild veranschaulicht. Also diese Vorstellung, die typische Vorstellung vom Mainstream, aber wie sie auch sehr wahrscheinlich in vielen Köpfen drin ist, auch bei uns drin ist, und die man bewusst rausdrängen muss. Warum ist sie in unseren Köpfen drin? Weil die Medien das in unser Gehirn reinbringen. Also sie wiederholen es dauernd, wir hören es dauernd und dadurch geht es ins Gehirn. Das heißt, wir werden manipuliert und wir können das nur ausgleichen, indem wir das bewusst reflektieren, also bewusst darüber nachdenken, wie es wirklich ist. Und dann können wir dann diese Fehlvorstellung verdrängen. Aber wir hören es immer wieder, wir sind die Qualitätsmedien, wir sind hier das Kontrollorgan und so weiter und so fort. Und die spielen sich so auf, als wären sie es. Tatsächlich aber sind die großen Medien ein Machtinstrument, das in Deutschland, also ich denke, es ist eigentlich nachweisbar anhand der Ukraine allein, auch von Nord Stream, dass es gegen die deutschen Interessen ein gesteuertes Machtinstrument ist. Ein sehr wirksames, effektives Machtinstrument. Und man muss sich die korrekte Vorstellung der Situation ist die, dass die großen Medien ein Overtonfenster bilden, die AfD oder Leute, die sich außerhalb dieses Overtonfensters befinden, das kann die AfD sein, das kann irgendeine Gruppierung sein. Also jede Person, die sich außerhalb des Overtonfensters, also Overtonfenster heißt die zulässige öffentliche Meinung, also das, was im öffentlichen Diskurs als zulässig angesehen wird. Das ist das sogenannte Overtonfenster, was durch die großen Medien maßgeblich bestimmt wird, nicht nur durch die großen Medien, also die AfD kann auch Einfluss auf das Overtonfenster nehmen, aber die großen Medien bestimmen es maßgeblich. Und sie wollen also jeden zerstören, der das Overtonfenster versucht zu ändern, entgegen ihrer Vorstellung. Und man kann sich das so vorstellen, die Medien, die großen Medien, sie sind wie ein gefräßiges Monster. Und sie haben die ganzen Altparteien, haben sie in ihr Overtonfenster reingezogen. Also sobald eine Partei, also das Personal, die Position so verändert werden, dass sie dem Overtonfenster entsprechen, können sie zu diesem Machtblock dazu. Das heißt, wir haben im Zentrum die großen Medien, und dann haben wir sozusagen als Satelliten die ganzen Altparteien, die sich irgendwo in diesem Overtonfenster gruppieren. Und sozusagen das Zentrum sind die großen Medien. Und sie attackieren die AfD. Also sie versuchen, die AfD, das Label AfD, Positionsänderungen zu erzeugen, indem sie die AfD spalten und versuchen, die AfD ins Overtonfenster reinzuziehen. Und wenn es nicht gelingt, wird die AfD zerstört. Bei der Parteitagsberichterstattung bekommt man das auch eigentlich unzweideutig mit, wie das geschieht. Und das Problem ist, dass die ganzen Abgeordneten, dass viele Funktionsträger in der AfD, die Macht haben, die Entscheidungen treffen, sie verfolgen das nicht. Also sie verfolgen selbst die großen Medien wenig und sie bekommen es einfach nicht mit, wie das abläuft. Also sie gucken halt mal kurz die Tagesschau und sie merken irgendwie, das ist blöd. Aber wer, Beispiel Alice Weidel und die ganzen Leute, die sind auf dem Parteitag, sie gucken sich natürlich nicht bei Phoenix, den Schröder an, im Interview, wie jetzt diese Reden kommentiert werden. Und das gucken sie sich auch im Nachhinein nicht an, weil dann haben sie wieder irgendwelche Sitzungen und besprechen irgendwas. Sondern was gucken sich dann nur Leute, verrückte Leute wie ich, die dann einen YouTube-Kanal machen und sich eigentlich jetzt momentan die ganze Zeit nur damit das im Kopf haben, sich damit beschäftigen. Das sind die Leute, die das mitkriegen, natürlich der allgemeine Konsument. Aber viele haben auch gar keine Lust, die großen Medien zu konsumieren. Wenn man keinen YouTube-Kanal hat, dann ekelt es einen an, dann möchte man seine Zeit schön verbringen. Die gucken sich es auch nicht an. Das heißt, das gucken sich dann nur noch die Mainstream-Konsumenten an, die davon manipuliert werden, die das gar nicht merken, was das für eine Propaganda ist, oder ein paar wenige Leute. Also dass die großen Medien irgendwie bösartig sind, das haben die meisten verstanden. Aber die Tragweite, das haben sehr viele nicht verstanden. Jedenfalls muss man sich jetzt so vorstellen, dass die großen Medien, sie sind fremdgesteuert aus dem Ausland, sehr wahrscheinlich aus den USA. Aber wer aus den USA genau, wir wissen es gar nicht genau. Natürlich sehr wahrscheinlich zum großen Grad das Militär. Aber es gibt auch andere Einflussgruppen, die auch Einfluss nehmen können auf die großen Medien.
zulasten der Allgemeinheit hier. Das heißt, die Leute werden, es gibt dann, ich habe mal so eine interessante Doku gesehen über so einen Insektenstamm, ja, über Ameisen. Und da gibt's so Killer-Ameisen, die gehen in einen fremden Ameisenbau rein, versprühen Pheromone, also die gehen rein, killen die Königin, dann versprühen sie Pheromone, die die Ameisen dazu bringen, für sich zu arbeiten. Und ein bisschen so kann man sich das auch vorstellen. Demokratien sind angreifbar, da gibt's keine feste Königin. Da geht man rein, sozusagen die Medien sind sozusagen das, was die Pheromone versprüht. Und jetzt arbeiten die Deutschen dafür, Waffen in die Ukraine zu liefern. Und dann vielleicht am besten auch noch Soldaten. Also das funktioniert natürlich nicht unbegrenzt, aber wenn man jetzt den Narrativen von den Öffentlich-Rechtlichen und von Welt folgt, dann wäre es natürlich am besten, Deutschland würde auch noch gleich Soldaten schicken. Und man soll natürlich nur Russland möglichst hassen. Und wem nutzt das? Das nutzt natürlich nicht Deutschland, sondern das nutzt anderen. Weil der eurasische Kontinent geschwächt wird, alle Länder geschwächt werden, Deutschland bezieht kein Gas aus Russland, also wird das Gas aus den USA bezogen und die US-Firmen haben Vorteile. Jedenfalls, wenn in Deutschland wirklich was geändert werden soll, dann muss es gelingen, die Leute von den großen Medien wegzubringen. Und aus meiner Sicht, dieser Kampfeswille, der fehlt in der AfD noch völlig, oder bei den allermeisten, also bei Ausnahmen wie Karl Gottschalk ist es vorhanden, aber die allermeisten versuchen sich mit den Medien zu arrangieren, indem sie nicht kritisieren. Und versuchen irgendwie damit klarzukommen. Aber das funktioniert nicht, weil die großen Medien als Machtinstrument eingesetzt werden. Sie sind nicht Kontrollorgan. Das ist alles totaler Quatsch. Sondern sie waren immer Machtinstrument. Sie sind die Pheromonversprüher sozusagen. Und sie werden nicht aufhören, die AfD zu bekämpfen. Und sie können das wirksam. Sie werden nicht aufhören, die AfD zu bekämpfen, bis entweder die AfD in dem Overtonfenster integriert ist oder die AfD zerstört ist. Und der einzige Weg ist, die Leute von den großen Medien wegzubringen und damit dieses Machtinstrument, diese Militärwaffe zerstört man oder schwächt man, indem man die Leute davon wegbringt. Und die AfD hat Reichweite und sie kann die Leute dazu bringen, dass sie kann durch Reden das aufzeigen, dass den Medien nicht zu trauen ist. Also wenn diese Propaganda, wenn man es den Leuten nahelegt, beweist, also sie aufklärt, sozusagen die Fakten bringt, die Leute dann auf den Websites nachgucken, nicht das nicht mehr gefiltert durch die großen Medien wahrnehmen. Oder auch Leuten zuzuhören, die das aufzeigen, in Zusammenhang bringen. Also beispielsweise das beste Beispiel ist für mich Antispiegel Thomas Röper. Aber es gibt natürlich tolle andere Quellen. Also auf 1, Apollo News. Ihr könnt ja alle in die Kommentare schreiben, was ihr alles für gute Quellen kennt, die informieren und die Informationen in guten Zusammenhang bringen. Darauf müsste natürlich erstmal innerparteilich verwiesen werden, aber darauf die ganze Gesellschaft, die in dem Aufklärung betrieben würde, so könnte die AfD wirklich was erreichen, wenn sie diese großen Medien entmachtet. Aber dann muss natürlich, das ist eben das Problem der Korruption, das merkt natürlich auch die großen Medien, dass es gelingt, die Leute zu korrumpieren. Das gilt nicht nur für alles Weidel, das gilt für ganz viele, indem sie halt auf die Regierung schimpfen und das, wie sagen, die Regierung sind Anhänger, das tut nicht weh, sondern die anderen Parteien, die Altparteien, richten sich ja nach dem Overtonfenster. Und wenn man jetzt aber die Grünen bekämpft, dann ändert man sehr wenig das Overtonfenster. Man sagt ja, die Grünen sind blöd. Das ist wie wenn man beim Boxsack daneben haut. Man haut dauernd daneben, aber viele eigene Wähler und Mitglieder merken es gar nicht, dass man daneben haut. Sondern wenn die großen Medien diese Narrative nicht verbreiten würden, dann würden die Altparteien sich das alles gar nicht erlauben können. Oder sie würden es sich gar nicht erlauben, weil dann würden sie sich, wenn das Overtonfenster anders wäre, dann würden sie sich anders ausrichten. Aber das Overtonfenster bestimmen die großen Medien zum allergrößten Teil, weil die Leute diesen großen Medien immer noch vertrauen. Natürlich sie teilweise kritisch sehen oder sie finden die Medien blöd, aber grundsätzlich schlucken sie alles. Wie auch ich bis vor wenigen Jahren auch größtenteils alles geschluckt habe. Sei es jetzt der Treibhauseffekt, sei es 9-11, ich habe alles geschluckt. Weil das war außerhalb meiner Vorstellungskraft, dass die großen Medien alle zusammen ein Kartell bilden und in diesen wichtigen Bereichen wasserdicht täuschen. Und wir einfach bestimmte Informationen uns komplett verschwiegen werden, wir davon gar nichts mitkriegen. Wir in so einer merkwürdigen Blase leben, also die ganzen Dinge völlig verzerrt sind durch das Verschweigen. Und das können sich die allermeisten nicht vorstellen und da kommt man nur raus durch Aufklärung, also durch YouTube. Ich weiß natürlich, man weiß es nicht genau, man denkt sich, bei Corona hätte man es dann gemerkt. Und ich habe es auch selbstständig dann irgendwie auch bei Corona erstmal reingefallen bin, dadurch, dass man mit der, ich finde, man konnte es dann merken, mit der Tracking-App,
wie das verfolgt wurde, dann war dann irgendwie klar, dass das irgendwie nur Verarsche sein kann. Weil das ist nicht wirklich ernst ist. Weil sonst hätte man diese Tracking-App, dass die ganzen Leute da verfolgt werden, hätte man viel ernsthafter gemacht. Also es ist nur ein Beispiel, wie man natürlich auch selbstständig durch klares Denken drauf kommen kann. Aber viele Leute verdrängen das dann wieder, wenn sie mal irgendwo einen hellen Moment hatten und denken sich dann, ja, jetzt sagen die Medien ja wieder die Wahrheit. Also warum sollen sie überall täuschen? Jetzt haben sie ja da getäuscht, jetzt sagen sie hier wieder die Wahrheit. Und dieses Ausmaß, diese Kartellbildung, aus meiner Sicht, man kommt wirklich nur drauf, wenn man bestimmte Informationen hat. Und die müsste die AfD konsequent an die Leute herantragen. Und das müsste die Änderung, diese Einsicht, die hat leider noch gefehlt auf dem AfD-Parteitag. Ja, ich denke, das Video ist lang genug. Es kommen dann noch mehr Videos, wo man sich vielleicht noch andere Sachen besprechen kann. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe, was euch sonst so einfällt. Macht's gut.